Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ich kann mir die CKs oder die Clankriege hier nicht mehr schönreden und wir haben auch unseren letzten Clankrieg, ich glaube, ich hatte euch den Gegner noch gezeigt, haben wir verloren. Irgendwie deutet sich immer so ein bisschen an, dass wenn wir unten die Vorteile haben, und wir hatten diesmal unten die Vorteile, ich scroll einmal runter hier, hier hatten wir einen 7er, hier hatten wir einen 7er und hier hatten wir einen 8er, da haben wir die Vorteile gehabt, aber jedes Mal, wenn wir unten kleine Vorteile haben, dann verlieren wir diese Kriege, weil wir dann oben ganz extrem rumbocken und ich mich überhaupt nicht entscheiden kann, was ich mache. Ich habe meine zweiten Angriffe nicht geschafft, weil ich auf der Autobahn rumgehangen habe und dort nur so ein E-Empfang hatte. Aber ihr wisst selber, wenn man fährt, auch wenn es C-fließender Verkehr ist, du schaffst es einfach nicht, irgendwo dann zwischendurch anzugreifen. Vor allen Dingen nicht, wenn du dann nicht rausfahren kannst oder so. Und ihr seht das hier. Auf diese Base hier, da musste schon der Hocker ran. Ich habe hier einen Stern geholt. Also hier wurden dreimal, glaube ich, einen Stern geholt. Und letztendlich haben wir dann gesagt, hier muss Hocke mit seiner Truppe ran. Denn anders war es nicht zu machen hier. Da musste also ein Elfer ran. Das ist hier ein Maxed Out RH11. Auch wenn er ja noch nicht ganz alles Maxed Out hat. Aber die Größe der Base ist eine RH11 Base. Und ich habe die Mauer nämlich nachgezählt. Und deswegen ist das hier für einen 10er, ist das schon echter Brocken. Also ich bin unter 50% hier geblieben bei einem Stern. Also Rathaus habe ich natürlich irgendwo bekommen. Aber denn die restlichen Prozente hier zum 2-Sterner zu machen, das war schon richtig schwer für einen 10er. Und auch für Hocker, also auch Hocker hat danach gesagt, Mann, ist echter Brocken, so eine Base hier. Also selbst wenn er keine Infernos hat, ist die sehr, sehr stark hier. Und mal gucken, also der 12er hier von dem Clan Friends. Ich werde euch gleich mal die Besonderheit hier dieses Clans zeigen. Oder was es eigentlich damit auf sich hat. Was für uns ganz besonders an diesem Clan hier ist. Aber er hat dann auch danach gesagt, boah, das war echt super knapp hier. Und eine bockschwere Base ist es auch, selbst wenn sie keine Infernos hat, ist das ein echt schwerer Gegner. Und der Kollege hier, den man nicht lesen kann, der hatte auch richtig viel CK-Sterne, war auch schon in der Legendenliga oder ist es sogar zurzeit. Und deswegen konnten wir uns darauf einstellen, dass der in jedem Fall recht hoch angreift. Hat er auch gemacht, er hat mich nämlich gedreisternt und noch einen starken 2-Sterner auf eine höhere Nummer, glaube ich, noch hingelegt. Also da waren dann 2 Elfer mehr Angriffe beim Gegner da und wir haben es einfach unten überhaupt nicht geschafft, das Ganze zu kompensieren. Ist dann halt manchmal so, da steckst du dann auch nicht drin. Und klar haben unser einer 8er hat die 7er gemacht und ein 9er hat dann das eine RH8 gemacht und danach waren es ja schon 10er. Also der Gegner hatte nicht ein einziges 9er dann dabei, sondern ab da ging es schon hoch, beziehungsweise dieser hier, das ist eigentlich 9er, ja, also vom Ranking her, der 12. Und so haben wir natürlich ein paar RH9 Angriffe machen können, die wir nicht geschafft haben. Und auch wenn der Troll-Tesla hier noch auf der Ecke steht, das ist jetzt nicht so schlimm, sind das hier ja eigentlich gute 3 Sterne gewesen vom Hocke auf die Nummer 12. Und warum das so eine Besonderheit ist, wir waren bei der 12 stehen geblieben, das zeige ich euch jetzt kurz einmal. Und zwar haben wir haben schon mal gegen diesen Clan gespielt. Schaut euch mal das Logo an, Clan Friends, Clan Level 12. Mit diesem Y in Blau. Und vor knapp 50 Tagen hatten wir diesen Gegner nämlich auch. 52 Tage ist es jetzt schon her. Da war das Logo allerdings noch gelb und blau. Und der Clan war noch Level 11. Also ich glaube schon, dass das der gleiche Clan war, gegen den wir schon mal verloren haben. Ja, was willst du machen? Wir schauen uns weitere CKs an, beziehungsweise CK-Angriffe. Hatten hier also den Hocke mit dem 3-Stern hier, ja, und dann ist das eigentlich schon gewesen, das seht ihr hier. Also es war hier nicht einfach, die Bases waren schwer, auch für unsere Elfer. Und gucken einfach mal rein, hier in den Angriff vom Sir Armelot ist es, auf die Nummer 6, auf den Reed. Mit einer Kombi Bowler und Hexen, ja. Bowler Hexen
Also auch hier wirklich, wirklich schweres Ding für den Sir Amelot. Oh, jetzt bin ich aus Versehen auf den Pausenknopf gekommen. Entschuldigt bitte. Und auch hier sich durch so eine Base zu wühlen. Ja, ich denke mal, ich weiß nicht genau, ob man dann nicht lieber vielleicht auf, ja, ich weiß nicht, ob man auf den Fries verzichten kann und vielleicht lieber noch einen Sprung mehr mitnimmt. An der Stelle, dass man hier durch so eine Base komplett durchhüppelt, denn der Gegner hat das bei mir so gemacht, hat also drei Sprung mitgenommen und ist so richtig gut durch meine Base reingekommen. Auch zu den Infernos und der Sir Amelot war zwar der Meinung, ja, habe ich auch schon mal besser gemacht, aber mein Gott. Es ist halt so, wie es ist. Und trotzdem finde ich, war der Angriff hier jetzt nicht so schlecht. Da waren wir auch noch so ein bisschen ja, gleiche Höhe mit dem Gegner. Und dementsprechend eigentlich noch guter Dinge, aber hier haben wir nochmal den Amelot. Und ihr seht das hier. Ja, 47%. Also ich kann euch hier noch ein paar Einsterner zeigen, auch vom Maste hier. Maste hat danach gesagt, vielleicht heißt diese Folge auch Fail-Folge oder so. Aber es waren ja eigentlich keine Fails. Der Maste hatte hier eigentlich gesagt, Mensch, ich habe meine Schweine ja zum Locken mitgenommen. Und dann nimmt er sie nicht zum Locken. Aus welchem Grund auch immer. Manchmal bist du ja verpeilt. Ja, das bin ich ja sowieso. Drei Viertel des Tages hier. Und das heißt, in der Nacht bin ich dann nicht verteilt, wenn ich dann penne. Verpeilt, aber ja, hier hat er dann gedacht, ah Mist, jetzt habe ich die gar nicht zum Locken genommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo er die dann überhaupt noch eingesetzt hat hier. Denn ich habe sie auch so ein bisschen aus dem Blick verloren. Ich bin ja im Moment in drei Clans drin mit drei, vier verschiedenen Chars auch und versuche da natürlich oder mache da schon Aufnahmen, habe ich auch schon teilweise fertig. Also es ist einiges in der Mache. Nur zwei Videos am Tag dann rauszubringen, das macht es nach wie vor für mich so ein bisschen schwerer. Und gerade jetzt, wo so die letzten Quartale bei mir auch in der Firma sind, da geht es immer heiß her. Viele Projekte noch, die Kunden hauen nochmal so richtig viel Geld raus für Projekte, die sie selber geplant haben. Und dementsprechend haben wir auch relativ viel Arbeit. Wir haben auch viel an unserer Umgebung in den letzten Wochen abgegradet und wer so ein bisschen im IT-Thema ist, der weiß, gerade wenn du irgendwo upgradest, das ist ein ganz langwieriger Prozess, also von der Planung her, vom Projektplanung her, bis du überhaupt erstmal einen Tastaturanschlag machst, das dauert ja schon ohne Ende und wenn dann noch so ein bisschen Hardware auszutauschen ist und man dann auch Zeiten nutzt, die man eigentlich ja überhaupt nicht nutzt. Das heißt also, wir sprechen hier dann eher von Zeiten mitten in der Nacht oder ganz, ganz früh am Morgen, 2 Uhr aufstehen und bis 6 Uhr schon mal was arbeiten, damit du nicht in den Kundenverkehr kommst, denn die Kunden rechnen ja bei uns im Rechenzentrum und deswegen lieber volle Performance am Tag für den Kunden und wir machen dann halt unsere Stunden komplett so total außerhalb der Kundenzeiten. Und da kommen dann natürlich sehr, sehr viele Stunden zusammen. Und auch am Tage hat man dann nicht so unbedingt die super Zeit, überhaupt etwas zu schaffen. Und wenn ich mich dann noch hinsetze und anfange zu aufzunehmen, zu schneiden, das ist alles echt zeitlich auch sehr schwer. Ich habe ja auch Familie, das wisst ihr. Schule ist wieder angefangen, neues Schuljahr, neues Glück, hätte ich fast gesagt. Und deswegen geht es auch da, wird das nicht einfacher, es wird schwieriger, je älter die Kinder auch werden. Also kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. So ist das. Und auch die wollen natürlich betreut werden und machen sicherlich ihr Ding. Aber wir sind froh, wenn wir uns dann mal einmal am Tag, mindestens alle einmal versammeln oder treffen, über den Tag mal sprechen, alle gemeinsam. Und das ist, selbst das macht es in so einer Familie schon manchmal wirklich schwer, denn die Jungs haben ja lange Schule teilweise und kommen auch erst dann spät den Nachmittag nach Hause, wir dann eher abends nach Hause und dann trifft man sich natürlich, dann ja, beredet man noch das eine oder andere, Klassenfahrt, Stream ist ein guter Gedanke. Ich streame mit euch am Samstag wieder. Ich war jetzt 2 Wochen nicht online. Das lag natürlich auch am letzten Wochenende.
da ich dort nicht da war, ich war auf einer Firmenveranstaltung, die auch echt lecker war, muss ich sagen. Ich kann euch auch gerne die Location sagen. Es war im Gerry Weber Sporthotel in Paderborn. Und in Paderborn. In Halle, Entschuldigung, in Halle in Westfalen. Und es war ein tolles Event, obwohl wir uns einiges an Vorträgen anhören mussten oder selbst teilweise mitarbeiten mussten. Also es war schon so ein Arbeitssamstag und war aber eine schöne Sache mit Übernachtung und netten Abendanteil, den ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Da haben einige noch ein, zwei Tage von gezehrt, und aber war ein schönes Teil. Jo, ach, ich habe einen Klops im Hals. Wasser, ich brauche auch Wasser. So, ja, ich nehme einfach mal ganz, ganz freies Stück hier auf. Also wie gesagt, am Samstag streame ich mit euch. Ich denke mal, es wird auch wieder so um die Abendzeit werden, 9 Uhr, denke ich mal. Habe ich da wieder angepeilt, vielleicht auch ein Stündchen eher, das weiß ich noch nicht. Das Wetter wird nicht so gut. Im Sommer oder in den Frühjahrsgeschichten habe ich ja eher sehr spät gestreamt. Das lag einfach daran, dass natürlich draußen hast du bis 9, 10 schönes Wetter und dann setze ich mich hier oben nicht hin und fange an, YouTube zu streamen. Und deswegen mache ich das dann so wie jetzt, ja, eigentlich ganz, ganz, ganz nett mal wieder am Samstagabend. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich in jedem Fall. Und denn es gibt einiges, ja, was heißt zu feiern, will ich jetzt nicht sagen. Das haben wir vielleicht vorher schon gemacht, das wissen wir noch nicht. Aber ich werde in großen Teilen aus dem zweiten Clan mit aktiv sein. Ich muss mal gucken, ob ich das mit dem Thorsten da mache, um natürlich hier auch so ein bisschen im RH10-Bereich zu bleiben, in meinem Nachtdorf zu bleiben. Aber ich bin ja mit dem Avatar auch in einem Fremdclan. Da muss ich das noch abklären, ob ich überhaupt was zeigen darf. Und also sowohl von den CKs als auch von live unter Umständen. Und werden bestimmt wieder nette Stunden. Ich habe es mir intern schon absegnen lassen, dass ich ein bisschen länger darf. Also unter Umständen, also 9 bis 12 passt dann natürlich mal wieder nicht. Ich überziehe dann ja wieder gnadenlos. Aber ich denke mal, das muss mal einfach mal wieder sein. So nach 2 Wochen Abstinenz habe ich jetzt auch mal wieder ein bisschen Bock, mit euch was zu machen. Und da ich ja doch eher ein bisschen weniger mache, bin immer ganz froh, wenn ich eine Folge überhaupt pro Tag schaffe. Ich bin ja sehr zeitnah immer. Ich kann wenig vorproduzieren, dann müsste ich schon anfangen, so Folgen zu machen von mir. Road to Rathaus 11, das wird alles kommen, aber ist noch nicht spruchreif. Oder auch der Avatar geht dann auf 10. Der Barfuß geht auf Rathaus 9 und so weiter. Also da, ich kann natürlich Folgen entwickeln ohne Ende, aber nach wie vor ist da so ein bisschen Clankrieg so mein Groß. Und Farmfolgen können wir sicherlich woanders sehen, das werdet ihr bei mir auch sehen, gar keine Frage. Gibt ja immer mal wieder was, wo man sich rumärgern kann oder ein paar schöne Angriffe. Dorfbesuche sollen auch nicht zu kurz kommen. Dort bin ich auch schon wieder am Sammeln. Ich leere im Moment alle Postfächer, die ich habe, Dropbox, Google Drive, überall, wo ich so ein paar Sachen hingeschickt bekomme, werte das erstmal aus und versuche das natürlich dann relativ geschickt einzubauen. Ja, im Hintergrund habt ihr die CK-Kämpfe gesehen. Ich habe heute echt mal ausgeschweift so ein bisschen. Und aber das ist einfach mal so der Status. Manchmal hört und sieht man ja auch weniger von mir, dann gebe ich mich auch sehr bedeckt, weil ich dann auch viel in mich bin. Ihr habt es ja gehört, vor allen Dingen was dann die Arbeit angeht. Ich werde jetzt auch gleich wieder da hinten hin verschwinden. Also so in der Richtung steht mein Notebook und werde noch sicherlich ein Stündchen dranhängen, wo ich noch ein bisschen was zu tun habe, ein bisschen was vorzubereiten habe für morgen und auch fürs Wochenende, denn auch da bin ich ein bisschen tätig. Also ich komme im Moment, ich will nicht sagen umverarbeitet, das ist alles strukturiert, aber es ist halt zu unmöglichen Zeiten im Moment. Und ja, das muss ich einfach mal so hinnehmen, das ist bei mir im Job so. Und aber schöne 54% hier, 5 auf 2 vom Swash. Also wie gesagt, der CK hier war jetzt nicht so dolle und der nächste lässt wieder ein bisschen hoffen, aber ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wir können mal in den aktuellen Clankrieg reingehen. Wir haben ja hier am Samstag dann im Stream kein CK, aber in 2 oder ich glaube sogar in 3 anderen Clans haben wir ein CK. Also wir werden wieder umschalten und wir haben hier bis 5 den Swash als RH11er. Das passt hier mal haargenau. Und dann haben wir hier ab 11 hat der Gegner
RH9er, endlich mal wieder RH9er. Haben wir auch, ja, mit dem Alex-Account, ist auch ein Account von mir. Und im unteren Bereich haben wir wieder den ACC mit, ja, ist aber diesmal halt auch nicht schlimm, denn im unteren Bereich haben wir wieder einen 7er und 8er. Ich will mich nicht mehr aus dem Fenster hängen, keine Vorteile der Clan India, gegen den wir hier spielen müssen. 306 CK-Siege, den letzten haben sie auch verloren. Aber ich denke mal, ist eine nette Truppe hier. Mal sehen, ihr werdet das sicherlich sehen. Also in dem Samstagstream werde ich euch ein paar Angriffe sicherlich zeigen. Wir werden hier live ein bisschen farmen und ich freue mich auf euch. Ich hoffe, die Folge hier hat euch trotzdem mal wieder auch mit meinem Gesicht hier gefallen. Ihr habt mich jetzt auch 2, 3 Wochen nicht gesehen und ich verbleibe einfach. Euer Toto Clash.